Willkommen zurück in der Horrorshow. Willkommen zurück bei Bound by Flame. Ich bin der L und wir gehen endlich in den Sumpf. Es wird Zeit. Wir haben ewig lang jetzt wirklich in Valinor verbracht. Haben zwar auch einiges geschafft, was so Nebenquests angeht. Aber irgendwie, ich will ein bisschen Spielfortschritt jetzt hier. Also das ist ja, geht ja gar nicht, ne? Die Nebenquests sind alle markiert. Wir können jetzt hier wieder Gegner bekämpfen, glaube ich. Also man kann jetzt ein bisschen wie so Demon's Souls sehen. Man kann immer wieder in die Gebiete zum Grinden rein. Blatt. Ich weiß nicht, ob mit der Zeit weniger Gegner kommen. Das kann ich euch leider nicht sagen. Aber es sind auf jeden Fall immer wieder welche da. Muss ich selber mal gucken, das war. Hey, der Witzka. Alla! Der Schwert simmelt rein. Aber mal richtig. Jawollo. Jetzt haben wir das, was wir im Prinzip an Ressourcen verloren haben, glaube ich, schon locker wieder drin. Und das mit dem Stufenaufstieg geht immer noch recht zackig. Finde ich gut. Ne, werden wir gleich mal nutzen. Das ist jetzt irgendwie gar nicht so meins, finde ich. Einschlag Wucht. Jetzt weiß ich nicht, ob das als schwere Waffe gilt, was wir da haben. Besserer Widerstand, da bin ich sehr dafür. So, Quatsch. Moment. Wir haben immer noch, das vergesse ich immer hier noch, diese Fähigkeiten. Ich habe aber bloß einen Punkt jetzt. Da kann ich wahrscheinlich nichts kaufen. Nö. Ist aber nicht schlimm. Dann dackeln wir halt weiter. Ich gehe jetzt gerade bewusst hier mit diesem Weg. Also nicht wie in dem Viechter. Wer wird denn hier? Freche Biesters! Ich finde übrigens die Nachtstimmung in dem Spiel geil und der Beleuchtungseffekt durch das brennende Schwert, das macht es irgendwie noch nicer. Heile mich! Entschuldigung. Okay, wir müssen da oben hin. Da ist noch eine Kiste, ich weiß es. Ich höre sie. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Wie sie glitzert, man hört sie glitzern. Das ist übrigens dieses Glitzern hören, ist eine Ableitung von der Souls-Serie. Was ist es? So. Okay. Jetzt gehen wir aber hier trotzdem mal rum, endlich. Ich will diese Kiste haben. Kann nicht sein, dass die da ewig rumsteht und nachher verrottet die noch. Ist sie weg. Habe ich kein Verständnis dafür. Na wie jetzt, wo jetzt, was jetzt, hä? Ah, Pflanze! Hab ich gar nicht gesehen. So, ein bisschen Blatt. Das war keine Kiste. Aber das macht nichts. Ich guck mal kurz auf die Karte, weil ich möchte mal wissen, oder welche Quest ist. Verschwundene Wachen, die ist alles da oben. Der verlorene Assistent ist unten. Ich werde ja mal den Unterbereich nehmen. Wir hätten dich hier so hell gemacht.
glaube, da hinten ist auch wieder der Bereich, wo es ein bisschen fülliger wird von den Gegnern her. Speichern ist super. Hier war es, glaube ich, relativ voll. Was die Gegneranzahl angeht. Ja, sehr, sehr viele Gegners. Ich mache erstmal hier. Nein, nicht gut. Ich gehe erstmal ein bisschen. Ein bisschen weg. Jetzt muss ich selber mal gucken, wo der Heiltrank draufgelegt war. Gut. Da war wieder meine Unachtsamkeit, gebe ich zu. Jetzt drauf! Egal! So, ist jetzt Schicht hier, ne? Eimers. Kriegen wir auch locker wieder unser Zeug zusammen. Das finde ich natürlich cool. Doch nachwachsende Rohstoffe, Leute. Und wir kommen jetzt in den neuen Bereich. Na? Solltest eigentlich... Hallo? Ich hab doch X gedrückt. Vulkan, was machst du? So, jetzt. Dann gehen wir nämlich jetzt erstmal den Assi suchen von der Heilerin. Holen wir den mal aus der Batsche da raus, ne? Gold. Zieh die Waffe. Also dafür lade ich jetzt nicht mal mehr Feuer auf, Leute. Also seid mir nicht böse. Außerdem wollte ich mal wissen, wie es jetzt läuft, wenn ich mal keine Magie mehr übrig habe. Ist ja auch nicht so uninteressant. Möchte man ja auch mal wissen. Ah ja, okay. Dann gehen wir den unteren Weg erstmal lang. Also auf der Karte unten hier geht es jetzt gerade hoch. Bis da Phase. Zeug. Zeug ist super. Mitnehmen. Ich denke mal, in dem größeren Bereich wird jetzt auch das eine oder andere Monsi sein. Jawohl, ich sehe sie doch schon. Warum greifen die Larven nicht an? Alter, du hast einen schlechten Atem. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass die eine Larve da zumindest schon mal mit nach vorne gekommen ist. Ist das natürlich da hinten weniger. Irgendwie eine besondere, die ist knallrot. Aber mehr fressen tut es jetzt auch nicht.
Kollege? Hey, Zeit aufzuwachen. Bist du Haimon, Assistent von Mirana? Mirana! Ja. Bist du in Ordnung? Kannst du gehen? Kalt! Mann, du siehst nicht gut aus. Komm, wir gehen ins Dorf zurück. Mirana wird sich um dich kümmern. Finde ich gut, wenn sie das jetzt abkürzen. Das spart Laufwege. Warum sie jetzt in der Zwischensequenz noch nach dem Schwert gegriffen hat, ich weiß es nicht. Haimon, oh, du hast ihn gefunden, danke. Aber was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn geschlagen? Wir haben ihn so im Sumpf gefunden. Er folgte uns ohne weiteres, aber hat kein Wort gesagt. Er muss eine Art Schock haben. Ich kümmere mich um ihn. Jedenfalls verdankt euch Haimon viel. So wie ich auch. All die Flüchtlinge stehen in deiner Schuld. Bitte nimm das. Es gehörte meinem Mann. Ich werde es gut nutzen. Schwert? Lass uns über dein Haus der Heilung reden. Wie geht es deinem Assistenten? Leider keine Verbesserung. Er ist wach, aber reagiert auf nichts. Ich habe keine Idee, was ihn in einen solchen Zustand versetzt haben könnte. Na gut. Okay. Dann gehen wir jetzt. Bis später. Erfahrung haben wir bekommen und Legionärsbeinschienen. Gleich mal gucken, was die so taugen. Sind leichter, haben aber denselben Wert bis jetzt. Das einzige, was Magiewiderstand ist, nicht so hoch, aber ich finde, die sehen cool aus. Rüsten wir da gleich mal aus, dann gucken wir doch gleich mal, was wir so reinsetzen könnten. Kälteschutz, physischer Widerstand. Physischer Widerstand noch ein bisschen höher. Giftschutz. Ich nehme den hohen physischen Widerstand. Und wir haben ein paar nice Boots. Dienste der Menschlichkeit. Ja, ist klar. Aber wir können ja die anderen gleich mal recyceln. Das Verkaufen bringt in dem Spiel so gut wie nichts. Also. So. Stimmt. Sage deinen Leuten, sie sollen zum Schmied gehen. Er wird ihre Rüstung und Waffen reparieren. Endlich gute Nachrichten. Gute Arbeit. Den seine Armschiene finde ich genial. Erinnert mich ein bisschen an. Wenn ich den Sumpf nicht nach seinen Rohstoffen. Wie heißt der, die Chitinpanzer bei Skyrim, bei der Erweiterung? Ja, einige Leute haben wirklich Nerven. Nimm das für deine Mühen. Ich gehe. Was haben wir jetzt gekriegt? Schwertmann-Helm. Ein neuer Helm, sehr schön. Auch gleich mal Luki-Luki machen. Er ist wesentlich besser nicht, aber ist besser und ich finde, er sieht echt cool aus. Wissen wir doch, was wir mit dem Söldnerhelm machen. Recyceln! Schade, dass wir in die nichts reinsetzen können. Naja. Okay, dann machen wir uns doch mal weiter auf. Bin ich jetzt gerade doof? Ach so, da. Büffel, du hast hier gerade am Arsch gekratzt.
Moment. Nee, passt. Achso, wir könnten jetzt im Prinzip zu dem Dorfverweser da zurückrennen und dem Prinzip sagen, hör mal zu, Keule, wir haben schon ein paar Aufträge erfüllt. Aber das werde ich dann natürlich im Gesamten irgendwann mal machen, wenn es fertig ist. Ich nehme einen Schluck Radler. Ja, der trinkt Radler, was? Es ist mir einfach gerade zu heiß für Bier. Muss ich zugeben. Ja, so geht er doch mal, ne? Toll. Reicht's für Feuer? Ja. Kriegt der Rode jetzt erstmal die Mütze. Könntest du mal bitte auf den visieren? Naja, geht auch so, aber... Was das für ein Quatsch jetzt bitte? Reicht's noch? Ja, auch. Das ist für ein paar Schläge. Für ein paar heiße Schläge. Satz heiße Ohren gibt's. Stufe 12. Sehr nice. Das hat's gerade mit der Kamera nicht so gewollt. Also gut. Könnten wir eigentlich auch mal hochsetzen. Das interessiert mich gar nicht. Regeneration der Gesundheit, wenn Magie beim Maximum. Ja, na, aber gerne doch. Und ich habe wieder was vergessen, aber es reicht wahrscheinlich eh nicht. Nö. Eigentlich gut. Weiter im Text. Ihre Blitze hauen auch echt super rein, muss ich echt sagen. Ich verliere immer noch ganz gut Lebensenergie. Ich muss echt ein bisschen mehr blocken. Was heißt echt ein bisschen mehr blocken? Ich sollte mal blocken. Das trifft es eigentlich eher. Eine Art Mimik. Muss ich gar nicht, dass das in dem Spiel auch gibt. Reiß der Maul mal noch auf, ey. Sie sehen wie gigantische, du weißt schon, Dinger aus. Ja, ja, ich weiß, was du denkst. Guck mal, hat das jetzt schon... Ich wollte mit dir sprechen, nicht ihr eine reinzwirbeln. Hat das jetzt schon etwa gegolten? Ja. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Komm. Was möchtest du? Also dann. Ich habe ein paar Dinge über die... Die mittelgroßen Larven sind langsamer als die kleinen. Aber sie können dafür klar... Die Mimics verstecken sich immer in Objekten wie... Die Kraft... Nee, das habe ich gerade mitgekriegt. Mit ihrer Größe. Die größten von ihnen sind am gefährlichsten. Hast du irgendwas? Ich habe eine Art Pilz oder Parasit zerstört. Sieht aus wie eine... Also dann, hast du irgend... Es gibt Peitschenranken. Ich meine... Ach, das ist irgendwie... Wir haben scheinbar noch nicht alles entdeckt. Oh, was ich aber gerade entdeckt habe, ist mein Timer. Und der sagt, ist schon wieder Schluss für heute, Leute. Ich sag, danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.